Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Hallöchen King, sei gegrüßt und danke auf jeden Fall für deinen Sub und für die 22 Monate. Schön, dass du da bist und ja, ich bin heute ein wenig früher, bevor jemand fragt. So, ich erinnere mich, wir waren gestern hier mit deiner Aufgabe durch und wollten dann ganz nach da unten, weil das eine der letzten Aufgaben ist, die wir irgendwie hatten. Ja, hier sind neue aufgetaucht. Was ja klar war. Wäre auch zu einfach, wenn die Aufgaben wegbleiben würden. Mein Auto ist da hinten irgendwo. Was ist da? Aber Kian, erzähl doch mal, wie geht's dir? Hattest du da einen angenehmen Tag? Ich weiß gerade noch nicht mal, ob bei euch auch Feierabend ist oder. Wenigstens mal da nicht. What the heck? Wieso stressen mich die Polizisten? Ah, da drüben ist mein Motorrad. Hatte etwas in Discord geschrieben. Oh, da gibt's eine Karte. Ja, da gibt's eine Karte. Moment. Ich schaue mal ganz kurz in den Discord rein. Ah, es geht ums Rollenspiel. Ja, genau. Ich habe es jetzt mal spontan, was seid denn hier? Spontan auch mit reingeschrieben. Grundsätzlich zu dem Thema Cyberpunk-Session unterbrechen. Du weißt, Rollenspiel versuche ich immer reinzuschieben, egal was ich zu dem Zeitpunkt Freitag spiele. Aber heute ist einfach zu kurzfristig dafür. Ja, mir geht's gut, habe seit 12:30 Uhr Feierabend. Gleich Kiddies ins Bett bringen und dann habe ich Zeit zum Zocken. Ah, das klingt doch super. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Zocken und den Kiddies einen angenehmen Schlaf. Warum hast du noch gelebt? Du warst wahrscheinlich die Verstärkung für die Truppe hier. Komm, geh mal darüber. Alles okay, Horizon spiele ich eventuell gleich. Ja, das klingt doch gut. Wieso habe ich jetzt. Noch, ich hasse es, wenn ich ständig die Waffe wechsle. Welche Waffe hatte ich noch in der Hand? Das war, glaube ich, diese hier. Vielleicht sinnvoll. Das ist mittlerweile ein Sturmgewehr. Hier mal ganz kurz anzugucken. Ja, die klingt doch ganz gut. Schauen wir mal, ob wir sie ein bisschen was modden können. Ein bisschen was. Ja, ist klar. Was haben wir hier? Erhöht den Winkel von Querschlägern. Chance erhöht den Schaden um 14%. Oh ja, komm, go. Verringert den Schaden, finde ich doof, brauche ich nicht. Erhöht den Schaden, nachladet Schaden Gliedmaße, erhöht kritischen Schaden. Ich glaube, das da ist das Interessanteste. Und da haben wir auch nicht mehr. Okay. Ja, komm, mach was so. Was haben wir hier noch? Mehr Reichweite. Verdammt, jetzt habe ich. Fällt mir auf, ich habe gerade nicht so Dinge getan. Modden oder meinst du Moppen? Was? Wo? Wann? Modden. Moppen tue ich dann später in den Aufgaben. Und zwar Gegner wegmoppen. Wir haben 4 Meter Reichweite.
war doch gerade irgendwas ähnlich hohes. 3,88. 3,97. Ich glaube, die Reichweite ist tatsächlich ein wenig interessanter. Optisch könnte das Ding hier drauf passen. Und das hat auch die besten Werte. Nehmen wir das. Okay. Wenn wir schon dabei sind, auseinandernehmen, auseinandernehmen, auseinandernehmen. Das war unsere alte Waffe, die ist jetzt weg. Jetzt haben wir da noch irgendwas? Ja klar. So, damit haben wir die hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Na, jetzt sieht es auch interessanter aus. Oder als Spielleiter kannst du da auch sehr gut mobben. Ja, als Spielleiter ist das ja auch meine Aufgabe. Ich glaube, das steht auch in der Stellbeschreibung für Spieler. Ja, definitiv. Das steht definitiv da drin. Ich meine, wenn ich euch nicht mobben würde, wäre euer... Werdet ihr auch gelangweilt in dem Spiel? Das wollen wir ja nicht. Genau, der Bot schreit so schön. Schön, dass ihr da seid. Fahr mir halt nicht im Weg. Von Bad, dem Netrunner, dem wir helfen. Dafür musst du das Subnet eines Megagebäudes hacken und diese Dateien hochladen. Infos an Bad. Ja, dann. Gegner? Nein. Na, jetzt hab ich die Auftragsinfos verpasst. Na, egal. Dann lesen wir halt jeden Text. Nicht jeden Text. Hier sollen wir mal runterfahren. Warum stehst du da eigentlich? Ich habe doch Vorfahrt bei der roten Ampel. Genau! Das ist so die Frage. Warum stehen die Leute da einfach im Weg rum? Ist doch rot. Das hier ist ein feindliches Gebiet. Gehen wir mal in die Hocke. Und nehmen Items mit. Ah, hier ist der Tiger Claws. Okay. Niemand hat je behauptet, dass ich nicht beachtet werden muss. Dass ich hier in Ruhe reingehen muss. So. Ah, du. Verträge. Okay. Ich sollte mir das abgewöhnen, alles mitzunehmen.
Ich kann dich nicht hacken. Nein. Einfach nur F. Und Hallöchen, Blecki. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Schön, dass du da bist. So, sonst noch jemand hier? Nein, nein, nein. Oh, ein paar Gratiskarten. Und ein bisschen Zeug. Ja, hier hätten wir auch lang gekonnt. Sehr gut zu wissen. Und der Otter ist auch da. Sehr fein. Hallöchen. Ich hoffe auch, du hattest einen guten Abend. Und schön, dass du da bist. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Lamiden zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit Bad ist glücklich, also bin ich glücklich. Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich. Auftrag erledigt. Danke, wie? Ja, klar war Auftrag erledigt. Das ist ja so schon, also, ja. Ich war's nicht, ehrlich. Aber ich muss auch gar nicht lang. Wie geht's richtig denn alles? Okay, der Blicky hat's gerade schon, fängt gerade an schon zu schreiben, wie es ihm geht. Etwas krank, erhöhte Temperatur, Schnupfen, Husten, aber sonst toll. Dann hoffe ich mal, dass das nur dabei bei der Temperatur bleibt und dass der Rest schnellstmöglich geht. Gute Besserung. Hör mal, wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde. Verstehst du? Okay. Ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Auftragskiller. Anna Hamill ist ein Cop durch und durch. Absolutes Vorzeigemodell, das man eigentlich nur in irgendwelchen Werbefilmchen sieht. Hübsch, klug und grundehrlich. Mit anderen Worten, nichts für Night City. Ihre NCPD-Kollegen sind da ganz anders drauf. Die leiden alle an Rückenproblemen, weil sie so schwer an ihre fetten, ergaunerten Geldbörsen zu tragen haben. Das Problem hätte ich auch gerne. Hamills aktueller Fall hat die harten Herren von MCDB, NCPD aufgescheucht. Sie schnüffelten auf dem Markt in Kabuki rum, was ihren sprugelnden Polizeikollegen gar nicht gefällt. Sie brauchen niemanden von außerhalb der Bruderei, der sich um die Sache kümmert. Normalerweise ist das eine Stelle, an der ich die Sache dir überlasse. Aber ich will noch etwas hinzufügen. Die Kleine tut mir leid. Wenn du es vermeiden kannst, bring sie nicht um, okay? Überzeuge sie irgendwie davon, die Stadt zu verlassen oder wenigstens aufzuhören, herumzuschnüffeln. Genau, eine schnelle Genesung oder ein schnelles Ableben. Je nachdem. Was? Moment. Und Tomaten. Wie geht's so? Suche nach neuem Kron. Na dann, da bist du hier richtig. Wenn ich schon mal hier bin. Was hast du denn so? Heal on Kill. Okay. Du scheinst mir jetzt nicht so der... ich kann auch was für mein Immunsystem tun. Chance auf Schadensminderung. Eigentlich auch nicht schlecht. Aber das Zeug ist so low, dass ich sogar die Gorilla-Arme reinhauen könnte, wenn ich wollten würde. Ja, komm. Ich guck gar nicht erst weiter. Außerdem wurde ich gestern im Discord versetzt. Jemand wollte, ich nenne keinen Namen,
Ah, stimmt. Ich erinnere mich jetzt. Sorry. Das habe ich tatsächlich dann vergessen. Sorry. Hi, Schätzchen. Ich habe was zu bieten, was es in keinem Braindance gibt. Meinst du etwa wahre Liebe? Haha. Kichern wie ein Schulmädchen kostet bei mir extra. Okay, das nenne ich mal Skills. Kennst du diese Frau? Bist du ein Bulle? Nein, aber die Frau, die ich suche, ist einer. Diese verlogene Fotze. Wenn du Infos von mir willst, bezahlst du dafür. Ich mach's nicht für umme, klar? Schieß los. Sie hat ein Zimmer in dem Motel da. Zweiter Stock, Nummer 303. Viel Vergnügen. Na, das geht doch. Das ging doch schnell. Aber jetzt wollte ich nochmal ganz kurz hier reingucken. Einfach, weil ich's kann. Ja, ist gut. In Night City ist nicht so sonst. Hinter dem Job. Ich brauche einen Namen. Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesünder. Ist das eine Drohung? Ich will viel davor. Du bist es schließlich, die eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Sorry. Ganz ruhig. Ruhig. Ich will dir helfen. Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Vergiss die ganze Sache einfach. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Ist doch egal, wer, Anna. Dein Leben ist in Gefahr. Verstehst du? Hör auf, mich Anna zu nennen. Sehe ich aus, als wäre ich mit dir befreundet? Jetzt außerdem noch nicht. Wird sich diese Stadt nie verändern, wenn Leute wie du tun und lassen können, was sie wollen. So, sorry, Blackie, auf jeden Fall dafür, dass ich dich gestern 30 Minuten warten lassen habe. Das wollte ich tatsächlich nicht. Ich hab's echt vergessen. Nach den wunderbaren Twitch-Problemen und, Was war das? Falls es dir hilft, ich habe sehr friedlich geschlafen, 10 Minuten, nachdem ich offline gegangen bin. Meinst du echt, du hast eine Chance? Willst du für den Rest deines Lebens gejagt werden? 347 Vermisstenanzeigen. Ermordet oder verschwunden. 431 Vergewaltigungen. Das sind die offiziellen Zahlen des letzten Monats. Ha, und das ist nur für Watson. Also erzähl mir nichts über Gefahren. Diese Stadt muss sich verändern. Hör mal, Anna. Ich wäre auch für Weltfrieden, keine Frage. Aber ich bin in Night City aufgewachsen. Ich weiß, dass die Stadt einen verändert, bevor du sie veränderst. Aber sie könnte doch anders werden. Nein, kann sie nicht. Mir reicht's. Beenden wir das. Scheiße! Scheiße! Nicht gut! Komm, hallo, hallo. Ich hätte gerne endlich mal... Darf ich sie nicht... Wieso darf ich sie nicht hacken? Ah, ich hätte die andere Waffe nehmen sollen. Die nicht tödliche. Captain, wenn Sie wollen, dass ich den Fall fallen lasse, brauche ich dafür schriftliche Zustimmung. Anna, seien Sie doch vernünftig. Anna, sei schön brav. Anna, benimm dich. Anna, bring das Boot nicht ins Schlingern. Ich habe sie immer gemocht, deshalb habe ich Ihnen jetzt etwas mitzuteilen.
Kann's kaum erwarten. Manchmal ist es weise, es gut sein zu lassen, aufzugeben, auf sich zu achten. Danke für die Tipp. Melden Sie einfach, dass die Untersuchung feststeckt, dass Ihre Informationen wertlos waren, dass hier auf dem Kabuki-Markt nichts als asiatisches Essen verkauft wird. Und hier und dort minderwertige Cyberware. Nicht der Rede wert. Das gibt's überall in der Stadt. Tun Sie sich selbst einen Gefallen, schließen Sie die Sache ab. Und nochmal, danke für die Expertentipp. Ich bin froh, dass ich mich Ihnen nicht geirrt habe, Captain. Ich sage das jetzt zum letzten Mal, lassen Sie es gut sein. Absolut, ich ziehe es ernsthaft in Betracht. Ja, sorry. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bekomme ich eine leckere Pizza von dir. Okay. Also, ich werde die Pizza aber nicht selber machen, weil dann wäre sie nicht lecker. Ist das auch in Ordnung? Ich nehme auch eine. Ist okay. Das nächste Mal, Otter, wenn du in Nürnberg bist, kriegst du eine leckere Pizza. Wenn du in Nürnberg bist und wir uns sehen. So.